Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York hat Chinas Regierung erneut zu einem Ende der Kampfhandlungen zwischen Russland und der Ukraine aufgerufen. Der chinesische Vizepräsident Han Zheng sagte in seiner Rede, die Einstellung der Feindseligkeiten und die Wiederaufnahme der Friedensgespräche seien die einzige Möglichkeit, die Ukraine-Krise zu lösen. Offiziell hat sich China bei der Bewertung des Ukraine-Kriegs neutral positioniert. Tatsächlich ist das Land weiter ein wichtiger Verbündeter des Aggressors und gibt dem Nachbarland Rückendeckung, wie deutschlandfunk.de berichtet. Auch auf das Konfliktthema Taiwan ging Zheng bei seiner Rede ein. Sein Land werde sich für eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan einsetzen, erklärte er. China droht seit längerem, sich die Kontrolle über Taiwan mit militärischen Mitteln zurückzuholen.